Für Antje Möldner-Schmidt steht es jetzt endgültig fest, die Profikarriere ist vorbei. Ganz freiwillig kam die Entscheidung nicht. Nach ihrer Fußverletzung letzten Januar und der OP im November will sie nichts mehr riskieren. Die 3000 Meter Hindernisläuferin schaut jetzt mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf ihr Karriereende. Am Anfang war schon mehr die Traurigkeit da, weil ich von Kind an einfach immer dem Sport sehr viel gewidmet habe. Und das ist jetzt halt einfach auch irgendwo schwer, da einen Haken hinterzumachen und einfach in eine neue Perspektive zu gehen. Aber andererseits ist es halt auch irgendwo schön, wieder mal was anderes zu machen, mal einfach auch mal am Wochenende auszuschlafen und einfach die Familie zu genießen. In der 5. Klasse hat die Leichtathletin angefangen zu trainieren. Mit 10 bzw. 11 Jahren hat Antje Möldner-Schmidt dann ihre ersten Urkunden für Wettkämpfe bekommen. Daran, dass sie 2008 das erste Mal an den Olympischen Spielen teilnimmt, war da noch nicht zu denken. Auf dem Weg nach ganz oben dann die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. 2010 musste Antje Möldner-Schmidt eine fast einjährige Pause einlegen. In dem Moment, wo ich die Diagnose bekommen hatte, eigentlich nicht so sehr, weil ich immer gesagt habe, okay, ich laufe im Sommer dann die Deutschen gleich wieder und ach, das wird schon nicht so schlimm sein. Das dann, aber so im Nachgang merkt man natürlich, dass das immer, wenn ich Bilder davon sehe oder es auf dieses Thema kommt und ich da Bilder zusehe, dann geht's auch los. Da bin ich dann auch sehr emotional, immer noch heute. Und ja, ich denke mal, irgendwo genießt man dadurch das Leben auch anders und sieht viele Sachen anders im Leben. Aber auch den Krebs besiegt die 35-Jährige und danach geht's weiter bergauf. 2012 wird sie zum dritten Mal deutsche Meisterin, holt die Silbermedaille bei den Europameisterschaften und läuft beim Endlauf bei den Olympischen Spielen mit. 2014 ist es dann endlich soweit, Gold bei den Europameisterschaften in Zürich. Nach der Geburt ihrer Tochter 2016 nimmt sie 2 Jahre später nochmal an den Europameisterschaften teil. Knapp 10 Jahre ist das Sana-Herz-Zentrum Cottbus bei der Erfolgstour an ihrer Seite und hat dadurch selbst sportlichen Ansporn bekommen. Deswegen wurde sie gestern von Chefarzt Dr. Axel Hanert und von Geschäftsführer Sadiq Tashtan verabschiedet. Sie ist unser Aushängeschild gewesen in der Stadt. Aber nicht nur in die Stadt hat sie gewirkt, sondern auch in die Belegschaft hinein. Und ich habe es im Gespräch gerade auch gesagt, sie ist mit ein Grund gewesen, warum unsere Klinik so sportverrückt auch ist. In der Regel bringen unsere Pflegekräfte insbesondere, aber auch Ärzte und alle anderen Mitarbeiter ihre Energie für die Patienten auf. Und die Kraft, die übrig bleibt, die investieren wir dann in den Sport. Eine Unterstützung, die Antje Möldner-Schmidt auf ihrem Weg auch Sicherheit gebracht hat. Ich konnte mich jederzeit hier melden, wenn ich was hatte, irgendwie ein Problem oder irgendwas hatte. Ich bin auch über die Geschenke sehr erfreut und war jetzt auch vorhin ein bisschen überrumpelt, sag ich jetzt mal, weil ich damit jetzt nicht so gerechnet habe. Und ja, also mir bedeutet sehr, sehr viel, dass ich diesen das Sana-Herz-Zentrum einfach an meiner Seite hatte für die Jahre und bin halt auch sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Gerade ist die 3000 Meter Hindernisläuferin in der Reha-Phase. Ab April wird dann 6 bis 8 Monate abtrainiert. Nach über 20 Jahren Profisport muss sich das Herz jetzt wieder zurück an Normalbelastung gewöhnen. Für so einen Ausdauersportler, wie Antje es dargestellt hat, ist es besonders wichtig, das Herz-Kreislauf-System, was über Jahre sich an eine Maximalbelastung gewöhnen musste, was einhergeht mit einer Muskulatur-Hypertrophie, sagen wir, also mit einem ausgedrückten Muskelwachstum, diesen Organismus, auch das Herz-Kreislauf-System, allmählich an eine zurückgehende Belastung wieder zu gewöhnen, auf den normalen Alltag, im Prinzip an den Alltag zu gewöhnen. Es kommt ansonsten zu Problemen hinsichtlich einer schweren Herzmuskelschwäche, Herzinsuffizienz. Solche Dinge sind als Damoklesschwert für sie im Prinzip im Hintergrund. Das Laufen wird Antje Möldner-Schmidt aber auch danach nicht komplett aufgeben.
Es gibt ihr immer wieder neue Energie für Kind und Job. In Zukunft ist die Athletin nämlich öfter als Streifenpolizistin am Bahnhof zu treffen.